Was geht YouTube? Und das ist ein etwas merkwürdiger Start hier in die nächste Folge von Road to Commander. Ich habe nämlich aus Zufall eine Multiteam-Lobby gesucht und die sieht ganz okay aus. Und das ist jetzt Team Deathmatch hier, aber ich muss ja die Runde zeigen, weil ich ja jede Runde zeigen muss. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass die Runde danach vielleicht Potenzial hat. Wobei die Lobby hier laggt ein bisschen, die laggy lobt, wie Hornisse immer gesagt hat. Ich habe mich ein bisschen gegen Bots eingespielt, damit ich nicht level. Und ihr seht schon, das Aim ist wirklich... Also ich bin wirklich seit gestern wieder mit Aim gesegnet. Ich weiß nicht wieso. Ich hoffe, dass ihr nach wie vor... Ich sag ja, die Lobby laggt. Dass ihr nach wie vor Bock habt auf das Road to Commander. Das habe ich auf jeden Fall dann natürlich auch noch mehr Bock drauf, ist klar. Und ich spekuliere jetzt einfach mal so ein bisschen auf so eine... oh mein Gott, Digga. Auf so eine... Okay, da kann ich nichts machen. Auf so eine coole Multiteam-Lobby vielleicht danach. Alter, wieso ist meine Softbox so unnormal hell, Digga? Alter, oh Mann, wieso laggt die Lobby? Hast wieder so ein Ami-Host oder so, Mann. Die Runde ist auf jeden Fall gleich zu Ende. Was? Guck mal. Gib mal die Sniper. Okay. So. Okay, jetzt haben wir außerdem die Pistole dabei. Habe ich jetzt gerade verwechselt. So eine geile Multiteam, eine geile Lobby wäre nice. Ich meine, es spielen jetzt gerade 26 Leute im Multiteam. Und das ist natürlich schon ziemlich gut zurzeit sogar, muss man ehrlich sagen. Weil eigentlich sind es immer tendenziell weniger, tatsächlich weniger als 26. Ist irgendwie witzig. Ja, alles klar, jetzt ist das Ding genau despawned. Was ich noch sagen wollte ist, einige fragen sich generell, warum ich dieses Road to Commander mache. YouTube ist voll das Business geworden. So insgesamt, das merkt ihr sicherlich. Hier Creator-Supporter-Code bei Fortnite, da Werbung, da und so. Das ist ja auch in Ordnung, es macht mir auch Spaß. Aber ich muss dazu wirklich eine Sache ehrlich sagen. Und zwar, ich wollte einfach mal wieder was machen, was mir einfach Spaß macht. Was mir unabhängig von allem Spaß macht. Und da wusste ich, das wird sein. Und einfach mal nur Spaß auf alles scheißen. Und da, das ist einfach das, was ich jetzt gerade da im Kopf hatte, was ich da so fühle quasi. Und deswegen mache ich das so. Und das Kabel rutscht die ganze Zeit raus. Oh, jetzt ist die Lobby auch noch weg, Mann. Belastend. So, ich muss mal nebenbei kurz ein bisschen die Softboxen dunkler machen. Das ist ja wirklich geisteskrank. Also ich habe nicht in Erinnerung, dass ich die so hell hatte eigentlich. Aber naja, gucken wir doch mal. So, hier irgendwie so und so. Ja, das passt. Mann, ich hätte jetzt so Bock auf so ein... Oh, 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 oh. Nein, geht doch nicht raus! Mann! Letzte Spieler, sind die noch da? Na, natürlich. Oh mein Gott, das ist so eine gute Lobby. Komm, bitte, gib mir noch solche. Nein, keine neue Lobby suchen. Wirklich Multiteam. Dass ich hier nochmal sitze, 2019, und so auf eine Multiteam-Lobby hoffe, hätte ich auch nicht gedacht. Nein, die wohnt, die haben für geheim gestimmt. Okay, jede Stellung ist okay, aber okay, das ist eine Drei-Mann-Party reingekommen. Ah, ich glaube nicht, dass es gegen die angenehm wird. Aber egal, komm, wir packen uns mal einen Schwarm ein, just for fun. Wobei, ja, es ist eine Drei-Mann-Party. Mann, schade, Alter, die Lobby sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber gegen diese drei Mann Multiteam, also alleine ist es gegen eine Drei-Mann-Party halt wirklich nicht easy. Da ist es natürlich immer schon etwas chilliger, wenn man selber mit einer Drei-Mann-Party unterwegs ist. Aber das Ding bei Road to Commander ist ja, ich muss auch das hier muss ich euch zeigen. Ne? Sonst würde es ja falsch sein. Ich hoffe, dass die jetzt nicht hacken oder so. Mein Sir Willy, Alter. Der untere sieht nicht stark aus, aber wobei, man weiß es nie bei denen. Mit Heil im Clan-Tag, Alter. Richtiger Spaß. So, wir versuchen jetzt schnell hier irgendwie was abzusneaken, weil die werden natürlich in die Stellung laufen. Ja, das war klar. Zeig mal her, die Szene. Er hat schon mal 6 Perks. Warte mal. Geht das überhaupt? 6? Ich glaube, das geht nicht, ne? 6 Perks und 2 Aufsätze auf seiner Waffe. Hä? Okay, ich will jetzt nicht sagen, dass er hackt oder so. Aber geht das? Das gucke ich jetzt nach. 6 Perks und 2 Aufsätze auf der Waffe. Und ich bin der Meinung, dass das nicht geht. Und dann wäre er natürlich ein Hacker-Pussy. So, das gucken wir jetzt nach. So, also. Wir rechnen das mal zusammen. 1, 2, 3. Ne, geht nämlich nicht. Seht ihr? Es geht nicht. Es geht sogar gar kein Aufsatz. So, machen das mal so und so. Es geht gar kein Aufsatz. GG's, Alter. Er hat Schalldämpfer drauf gehabt.
Mann, 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 ist das traurig, ey. Dass man hier auch direkt wieder irgend so einen Hacker trifft, das ist ja so ekelhaft. So, geile Lobby, Alter. Schön gegen drei Leute. Digga, gib doch bitte den Splitscreen wenigstens ins Gegnerteam. Ja, komm, so kannst du starten. Jetzt habe ich ihn eh in meinem Team. Es ist so traurig, ich weiß es schon. Ja, dieses Lobby suchen. Es gehört dazu. Ich weiß, die Leute von euch, die es feiern, die feiern es eben und die es nicht feiern, die feiern es eben nicht. Aber es ist halt eben so, wie es ist. Ne? Es gehört dazu. Und jetzt können wir gucken, dass der Splitscreen in meinem Team ist. Was habe ich gesagt? Okay, komm, MP7. Ich hoffe, dass wir jetzt mal eine neue coole Waffe demnächst freischalten. Das ist ja das Coole, dass wir bei Road to Commander wirklich auch die Sachen zusammen freischalten und da nicht alles von Anfang an irgendwie frei ist, sondern dass wir da eben zusammen uns weiterentwickeln und die Klassen bauen können und so. Könnt natürlich auch immer gerne Waffenwünsche in die Kommentare schreiben. Oh, habe ich den gestealt, Alter. Okay, den habe ich. Das. Noch einer, noch einer, noch einer. Okay, nicer Start schon mal. Suchen wir uns hier. Okay, die. Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das glaubt auch keiner, wenn man das sieht, Alter. Er hat mich so um die Ecke ge. Ey, er ist immer noch da. Er hat mich so um die Ecke gekillt. Das ist ja wirklich krank. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie gar kein SMG-Spieler in Black Ops 2. Da bin ich so ein. Digga, der Typ, der nimmt mir die Ehre ja komplett. Hackt der oder ist das legit, was der Typ macht? Ist er hier noch? Nee. Irgendwie. KSG hätte ich auch Bock, aber da mache ich eine eigene Folge draus. Boah, Digga, hier explodiert alles. Oh mein Gott, schöner Side-On für ihn. Lauf doch. Okay. Okay, schön. Let's go. So, wir heilen uns wieder. Die Konterdrohne nervt natürlich gerade ein bisschen. Ich habe mich hingehockt, als ob ich keine Ahnung. Nein! Oh mein Gott, ich hätte sterben können durch die Scheiße. Na, ey, Mann, dieser Sniper hackt der, Digga? Guck mal, er läuft wie so ein Bot. Er nimmt natürlich mich aus der Mitte raus. Den Quad Collateral. Jetzt fährt wieder mein Ding ins Hoch hier rechts. Den Quad Collateral lässt er sich lieber nehmen, dann nimmt er lieber nur mich. Komm mal her, Digga. Guck mal, da ist er wieder. Oh, hat er meinen Schuss nicht getroffen? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das ist ein Bug. Der mit seiner. Ist der hier der Dude oder ist der oben? Ah, oben ist einer, okay. Schön. So, hier unten ist noch einer lang gelaufen. So, gucken wir mal, ob wir den Orbi hinkriegen. Ja, der wurde von. Oh Gott, nein, 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 der Sniper ist da oben. Ich habe einen Hitmarker geschluckt. Oh mein Gott, ich bin wiedergeboren worden, Leute. Einfach wiedergeboren. Nein, und wieder er. Wieder mit seiner B23. Ey, das ist doch ein Witz. Mann, er versaut mir so die Lobby, Mann. Guck mal, ich hätte jetzt safe den Schwarm erspielt. Ey. Meine Fresse, es ist schon so schwer genug und dann kriege ich hier noch ein paar Marsch ins Gegnerteam oder was? Ja, der Blitzschlag, der war lecker. Der war richtig lecker. Schön Gegner in den Spawn gepresst. Ja, sorry, was soll ich gegen ihn machen? Er ist der Beste. Er ist der Beste. Er schießt mir in den Bauch, ist ein One-Hit. Kommst du hier hoch? Nee. Vielleicht mal ein bisschen. Ich kenne dieses Live richtig krass Schwitzen gar nicht mehr, dass man einfach so gar nicht redet und so. Ja, da hast du das genau im falschen Moment. Da muss ich aufpassen, dass der mich nicht holt. So, schnell. So, spawnen die hier. Ist auf jeden Fall eine Schockladung. Unter mir ist einer. Hinter mir. Ja, natürlich. Er ist der Beste.
Es ist so leid. Ey, wirklich, macht der mehr Schaden, der Typ? Ich mein's jetzt wirklich ernst. Wie schnell killt er mich? Ey, wo, und wo kam er jetzt her? Kam er von außen? Okay, Leute. Es ist an sich vom Aim so eine richtig gute Runde. Und das ist wieder so eine Runde, wo man die Streaks nicht bekommt. Komm, gib mir einen Capture-Kill wenigstens. So. Die Drohne haben wir jetzt noch. Ist hier einer? Okay, komm, lass mal die Flagge noch mitnehmen hier. Okay, Drohne haben wir jetzt überschrieben. Aber scheiß drauf. Okay, komm, nehmen wir safe jetzt. Ja, oder auch nicht. Ey, wäre ich jetzt gestorben, ne? Verlieren Bravo? Okay. Guck mal, das ist so eine Runde. Man hätte die Streaks zwei, dreimal kriegen können. Guck mal, wie schlecht die Gegner sind. Bis auf zwei, Digga. Stop Hacking nennt er sich noch. Ah, der beste Spieler der Welt ist ja sowieso der Corentin, Alter. Corentin ist wirklich mein Vorbild. Ist glaube ich, mein Vater. Ja. Immer noch Level 15, waren wir schon Anfang der Folge. So, wir haben den Schwarm jetzt zur Hälfte. Gehen wir Full Risk? Eigentlich schon, oder? Ja, safe, Digga. Alles andere, den Schwarm, den Orbi meine ich. Auf alles andere als Full Risk habe ich gar keine Lust. Das... Es ist so wirklich, ich habe den Orbi zwar bekommen, aber es ist doch lächerlich. Guck mal, wie er den Dragscope ansetzt. Es interessiert den gar nicht. Wir haben halt einen Orbi, aber der Schwarm wäre schon auch lecker gewesen. Meine Fresse, Digga. Ja, er ist auch der Beste. Wo ist der Sniper da? Also, dass der, ich glaube nicht, dass der zu 100% legit ist. Glaube ich einfach nicht. Da ist er wieder. Guckt euch das an. Er weiß es immer, Digga. Guck mal. Jetzt haben die Dauer-Konterdrohne, was ich noch nie gesehen habe in Black Ops 2. So, meine Fresse. Nein. Ich lasse es lieber. So. Taktikeinstieg. Hier unten. GG's, Alter. Der kriegt ein Geschenk von mir. So, bitteschön. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Er ist wieder unten gespawnt. Er läuft wieder den Weg. Ich booste jetzt gegen den Gameplay-Kapper. Drohne. So. Er ist immer noch da unten. Noch einer ist unten. Da ist einer. Mit Shotgun natürlich. Wenn schon, denn schon. Guck mal. Capture Kill. Komm, wir nehmen die Flagge mit. Komm, noch ein Capture Kill. Easy. Orbit. So. Jetzt lass uns diesen scheiß Schwarm bitte erspielen. Gib mir jetzt diesen scheiß Schwarm. Ich will nur einmal. Ich weiß, es wird ja nicht mal mehr ein geiles Gameplay. Ich will nur einen Schwarm. Guck mal, Alter, wie die hier spielen gerade. So. Läufst du hier oder hier? Er klettert natürlich hoch. Okay, wir haben den Schwarm jetzt endlich, Mann. Mein Gott. Der läuft auch los und wirft direkt irgendwas. So, der Schwarm ist natürlich lecker. Guck mal, er wirft wieder. Ah, ich habe ihn geholt. Oh mein Gott. So, wir chillen mal kurz hier. Wir chillen mal kurz, solange die MP-Granate da ist. Ja, die spawnen auch noch schön hier. Guck mal, schön. Das mag ich. Da kriege ich eine richtig feuchte Hose, wenn der Schwarm so in den Spawn knallt. Jetzt muss ich aufpassen, dass der Schwarm mich nicht selber holt. Ja. So, die Spawn ist vielleicht hier außen. Ja, wir müssen Alpha mit... Wobei, vielleicht müssen wir es nicht, wenn er getötet wird. Oh mein Gott. Hui. Das war knapp. Ist der Sniper eigentlich noch drin, oder... Gibt er sich das noch? Boah, diese Waffe, man ist so langsam ohne Schaft, das ist ja krank. Okay, der da ist da hinten. Wir verlieren Charlie. Ja, ist doch gut. Wir verlieren auch noch A.
Dieser Bot, Alter. Dieser Scheiß-Bot. Ja, es ist okay, Digga. Wir hatten den Schwarm auf jeden Fall. Meine Nase juckt. Aber richtig schlimm. Richtig heftig. Ja, 48-10 für so einen Score muss ich mich totschwitzen. Guck mal, der Sniper ist sogar gequittet, Alter. Wahrscheinlich habe ich nur deswegen die Streaks geschafft. Mann. Ey. Die Lobby geht sogar tatsächlich. Sie geht einfach. Man muss ehrlich sagen, sie geht. Theoretisch dürften eigentlich nur noch Noobs unterwegs sein, weil wer spielt das Spiel schon noch, denke ich mir so. Also gucken wir uns mal an, ob wir irgendwas freigeschaltet haben, was wir benutzen können. So. Ich muss mir ein neues Controllerkabel holen. Okay, Level 16, fast Level 17. Die Vector. Oh, die Vector mag ich sogar gerne. Komm, wir machen uns eine Vector-Klasse statt dieser hier. Wie gesagt, wir haben alles frei. So ist es halt. Zähigkeit, ja, Extrembedingungen. Ich glaube, in dem Fall macht Extrembedingungen mehr Sinn. Oben dann Hardliner. Ja, Plünderer brauchen wir halt eigentlich safe. Ja, war auf jeden Fall nice, dass wir den Schwarm direkt in der ersten Runde, wo wir ihn richtig dabei hatten, erreicht haben. Die Lobby sieht echt okay aus. Ja, Ventura Univers, Alter. Auch immer noch am Start 2019. So muss das. Ja, okay. Teamaufteilung. Ja, natürlich. Irgendwie Toxic Rocks. Guck mal, die kommen ins Gegnerteam. Guckt euch die Teamaufteilung ist lächerlich. Ist ein Faker, ja, wahrscheinlich. Okay, raus aus der Lobby. Ja, von der Zeit her passt auch eine Team Deathmatch Lobby noch besser in diese Folge hier. Level 16, ja, es ist, ich sag mal so, das sieht zurzeit aus nach 30 Folgen oder so. Ohne Spaß jetzt. Also es fühlt sich gerade so an, als ob das viele Folgen werden. Die Lobby sieht sogar okay aus. Vielleicht können wir die Lobby ja noch drehen. Okay, da müssen wir aber wirklich jetzt schon, okay, das geschützte Außen, das fuckt natürlich ab. Als ob das Ding jetzt nicht an ihm vorbeigeflogen ist. Mein Gott, er hätte so ein Feed machen können. Oh. Oh mein Gott, Ehre genommen. Komm her, Digga. Das Ding ist, wir müssen wieder zurück, weil wir nichts machen können wegen dem Geschütz da hinten. Man kann mit der Vector halt auch über Long Range theoretisch spielen. Man, die Vector ist auch einfach eine geile Waffe. Ich weiß gar nicht, warum ich die damals so selten gespielt habe. Mal so eine sexy Vector-Nuklear. Okay, das Geschütz ist weg. Wäre doch mal ein richtig geiles Gameplay gewesen. Komm her, Digga. Komm her, Digga. Schön hier 48 Schuss im Magazin auf entspannter Basis. Der ist down. Ja, dreh dich um, Digga. Ich krieg einen Assist. Alles. Und jetzt sterbe ich? Ist das euer Scheiß Ernst? Oh oh. Oh. Okay, haben wir. Nice. Also ich würde sagen, vom Aim her und so könnt ihr euch nicht beschweren bisher über die Videos. Da läuft eigentlich alles ziemlich stabil. Mann, Digga. Diese Elsat oder ist diese Dingens, Mann. Die ist ja so krass. Ja, wahrscheinlich, oder? Ich habe mich wieder in Real Life mit, bin ich in Deckung gegangen. Okay, komm, wir spielen die jetzt auch mal. Komm, wir heben die mal auf. Spielen wir doch mal so, wie die guten Spieler spielen. Wie der Typ redet, man, ein Achtjähriger in der Lobby. So, so spielen die guten Spieler. Ich habe ihn nicht mal gesehen auf dem Ziel. So, okay, jetzt spawnen die hinter mir. Okay, schnell, schnell, schnell runter. Hallo? Oh ja, das war geil. Das hat sich so gut angefühlt. Na komm, na komm. Okay, erstmal nehmen wir den hier hinten noch mit. Ah, schade. Ja, ich würde sagen, nochmal ein ganz schnelles 9-2 hier rausgehauen mit ein paar schönen Szenen. Sind wir auch fast bei 20 Minuten für diese Episode angekommen, Freunde. Danke fürs dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Haben wir Level 17 eigentlich wenigstens erreicht jetzt hier in der Runde? Müssen wir mal schauen, weil haben wir. Okay, dann auf Level 17. Haut rein, bis morgen und ciao, ciao.